Ja, liebe Zuschauerinnen, Zuhörerinnen, wir sind mal wieder beim Wandelgespräche-Termin montagsabends, 19 Uhr fangen wir normalerweise an. Und das soll so etwas sein, wie eine allererste Gelegenheit für Menschen ins Miteinander sprechen zu kommen, ohne dass das schon mit irgendwelchen Voraussetzungen belegt ist. Also ich habe das heute nochmal so beschrieben, sodass die Menschen, also die Akademiker sind oder einen wissenschaftlichen Zugang haben, mit denen auch sprechen können, die einen sehr emotionalen Zugang haben oder denen, die an irgendeine Offenbarungsquelle glauben. Also ich habe es zugespitzt darin, dass ich gesagt habe, wenn jetzt sogar ein Kind, ein suchendes Kind kommen würde und wollte Gesprächspartner finden, um seine Lebenssuche anzufangen, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, also dass wir jetzt werden wie kleine Kinder hier im Gespräch, sondern auch ja, ich habe das so zugespitzt, hier die Offenheit der Wandelgespräche, dass ich gesagt habe, wenn sogar ein Kind da wäre, was seine Lebenssuche oder Orientierungssuche anfängt und es schaut, wo es Menschen finden kann, mit denen es so sprechen kann. Also ich sage dazu, ich habe als Kind wirklich auch selbst diese Suche begonnen und ich war total enttäuscht, weil ich konnte mit keinem Erwachsenen über Sinn und Grundwerte und sowas sprechen, was ist wirklich wichtig im Leben. Ich merkte, die klammern sich alle an irgendwas, das haben sie für sich festgelegt und haben keine große Lust, das zu hinterfragen oder hinterfragen zu lassen. Und so stand ich völlig alleine da, ne, und habe mich als Lexikon, als Konversationslexikon am Ende gehalten, um über Werte und Sinn und Sozialstrukturen was richtig Intensives zu erfahren. Also gut, sogar wenn ein Kind kommen würde, das auf der Suche nach seinem Lebenssinn oder seiner Lebensorientierung ist, dann müssten die Wandelgespräche hier, ah ja, und ich habe gesagt, das habt ihr auch nicht gehört, ich meine das überhaupt nicht abwerten, ne, also von wegen hier was, ihr redet da rum wie kleine Kinder oder so. Ich meine das mehr im Sinne einer Aufwertung, wie auch Jesus zum Beispiel gesagt hat, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht ins Himmelreich kommen. Und damit meinte er nicht kindisch sein, sondern er meinte diese Art von Offenheit, von Flexibilität, von Lebendigkeit, wie es bei Kindern so noch ist, die eben die Menschen nicht aussortieren, ne, weil sie ihnen nicht in ihre Schubladen reinpassen und so. Ja, also sogar so ein Kind müsste hier bei uns sich willkommen fühlen können und in einer angenehmen und auch ausreichend einfach verständlichen Art und Weise Gesprächspartner finden können. Hohes Ziel, hoher Ehrgeiz, man wächst mit seinen Aufgaben. Und ja, in diesem Sinne, wir haben letzte Woche eine erste Aufnahme gemacht. Heute sind wir ein ganz kleiner Kreis, aber das ist immer auch ganz offen, ne? Also wer Lust hat, wen es hertreibt, der kommt. Wer nicht oder gerade was Besseres hat, ne? Frage ist natürlich, gibt es überhaupt was Besseres? Aber wer was Besseres hat, ne, der kann natürlich immer auch was anderes machen. Aber wir sind jetzt hier und wir haben schon so ein bisschen vorgesprochen, bevor die Aufnahme anfing. Und die spannende Frage war eben, also auch unter dem Gesichtspunkt, wie wir viele Leute erreichen können, wie die Massen herströmen können, damit wir die gewaltfreie Weltrevolution der Vernunft und Liebe richtig mit ihnen durchführen können. Die Frage war, wie sieht das aus? Man ist offen für alle möglichen Stimmen. Heißt das, dass es auch viele Wahrheiten gibt? Also jede Stimme hat eine andere oder eigene Wahrheit. Oder kann es eine Wahrheit sogar auch geben beim Zuhören zu den vielen Stimmen? Und da wollte ich gerade sagen, und ich mache das jetzt so als Einstiegsimpuls dann fürs weitere Gespräch, aus meiner Sicht ist das mit den Stimmen überhaupt kein Gegensatz dazu, dass man denselben Inhalt sagen kann. Wir Menschen haben alle unterschiedliche Köpfe, unterschiedliche Münder und wir reden mit den unterschiedlichen Mündern. Aber wir müssen nicht ganz Unterschiedliches reden, sondern viele Stimmen können sich vereinen in übereinstimmenden Inhalten. Und ich glaube ja, dass wir schlicht und ergreifend eine gemeinsame Verantwortungsorientierung brauchen. Weil wir sind zum gefährlichsten Lebewesen dieses Planeten geworden. Wir haben in der Hand, hier den Laden zum Platzen zu bringen. Und wir müssten mit unserer Technik auch mithalten im Sinne einer moralischen oder verantwortlichen Reifung, einer Verantwortungssteuerung, die in der Lage ist, die ganzen Flaschengeister, die wir da aus den Flaschen rausgerufen haben, also die ganzen Technikgespenster, die uns sonst zerfetzen, in einer verantwortlichen, aufs Ganze gesehen verantwortlichen Weise steuern zu können. Und ich behaupte ja, das geht nicht anders, als dass wir darüber nachdenken, damit wir allein schon die Folgen überhaupt sehen, die wir da anrichten. Die Technik haben wir selbst ja auch nur durch das Denken mit hervorgebracht. Und wir brauchen das Denken auch, um solche Verantwortungsmaßstäbe zu finden,
wie jetzt zum Beispiel die Menschenrechte. Also Artikel 1 finde ich ganz beeindruckend schon und ist ein ganz gutes Gesamtprogramm, also eine Zusammenfassung. Artikel 1 lautet, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollten einander im Geist der Brüderlichkeit, ich verbessere Geschwisterlichkeit, begegnen. Menschheitsgeschwisterlichkeit und Vernunft und Gewissen. Also da kann man freie Argumentekultur und die Menschengeschwisterlichkeit voll drin wiederfinden, denke ich, in diesem ersten Absatz oder Artikel. Ja, also ich glaube, diese Maßstäbe sind auch nur durch Denken zu finden, weil es sind sehr abstrakte Maßstäbe, dass jeder Mensch, ganz egal wo er ist, wie er ist und so, dass er den gleichen Wert hat. Das ist eine abstrakte Wertbeurteilung. Und um das dann auch wieder noch umzusetzen, also wie können wir zum Beispiel Entscheidungsstrukturen schaffen? Ich nenne das Menschheitskonsensdemokratie, wo man nicht mehr danach gehen würde, was ist die Mehrheit der Stimmen unter den jetzt Lebenden, sondern wo man sagen würde, die entscheidende Mehrheit, auf die wir achten müssen, das sind die Kinder der Zukunft. Das heißt, ein Wissenschaftler, der da auftreten würde und würde sagen, ich kann hier mit gesicherten Daten sagen, dass was wir da jetzt vielleicht entscheiden, gefährdet die Lebensgrundlagen der kommenden Generationen, dessen Stimme hätte mehr Gewicht als die anderen Stimmen aller Anwesenden, die da vielleicht mit abstimmen würden. Auch das braucht Denken, sonst kommt man nicht. Also man sieht die Folgen nicht, man sieht die Maßstäbe nicht und man sieht nicht die Lösungsstrukturen, wenn wir dafür nicht bereit sind, offen zu denken und ja, uns den Konsequenzen zu stellen. Gut, das mal als Eingangsimpuls von mir zu der großen Frage, wie ist es in den vielen Stimmen mit den vielen oder einen Wahrheiten? Und ich denke mal, jetzt macht einer von euch weiter, dann machen wir es in der Reihenfolge, wie beim Redekreis. Jeder kann, wenn er will, 4 Minuten reden. Auch nicht ganz genau, wenn er dann noch zu sehr was auf der Lippe hat, dann kann er das natürlich fertig reden. Und dann geben wir so weiter. Und wer nicht 4 Minuten reden will, der macht es halt kürzer und gibt dann vorher weiter. Wer möchte als Nächster? Ich schlage vor, Lucky, Walter und Dylan und dann wieder Öff. Ne? Okay, kann ich ja weitermachen. Ich will da nicht so philosophisch ausführen. Für mich ist das seit zig Jahren schon klar, so eine Art Lebensweisheit, und die heißt, es gibt mehrere Wahrheiten im Leben. Deswegen komme ich besser durch das Leben durch und finde nach wie vor, dass da also auch ein wahrer Kern dran ist an dieser Aussage. Und mache das immer mit relativ praktischem Beispiel fest, und zwar ein halb volles Glas ist für den einen halb voll und für den anderen halb leer. Und solange du dich sprachmäßig nicht genau auf was einigst, sind das halt die beiden Wahrheiten. Und das ist, wenn du jetzt kommst, jetzt wissenschaftlich und genau nachmisst und sagst, das sind 190 oder 170 Milliliter, dann kannst du sagen, ja, seitdem du den Messbecher hebt und das Minimalsystem können wir dann nachmessen, dass es dann 170 sind. Dann hast du recht oder ich habe recht. Aber halb leer und halb voll ist eine subjektive Sache. Und für den einen ist es die Wahrheit und für den anderen ist es die ist eben halb leer und für den anderen halb voll. Und da merke ich, das war viel Streit, wenn man das mehr verinnerlichen würden. Deswegen fand ich ja die Sichtweise am Anfang von denen, eben diese Sichtweise statt Stimmen, vielleicht auch Sichtweise zu sagen, die spirituelle Sichtweise, die wissenschaftliche Sichtweise und die philosophische und was du da alles aufgeführt hast, wenn man dann statt Stimme Sichtweise sagen, das finde ich viel zu treffender, und dann wird auch dieser Kampf, wer hat nun recht, ist es halb leer oder halb voll, das können wir uns dann sparen, ja. Und ich erlebe eben halt auch, dass viele Gruppen eben daran kaputt gehen, dass ihr Hauptenergie und ihr Hauptaugenmerk ist immer zu beweisen, ich habe recht, du hast recht. Und wie gesagt, seitdem ich weiß, oder das verinnerlicht habe auch, es gibt mehrere Wahrheiten, merke ich, dass ich da keine Lust mehr habe, meine Energien damit zu verschwenden. Sondern das ist eben halt gut, das ist die andere Sichtweise, und die, finde ich, muss ich akzeptieren, genauso wie ich auch wünsche, dass mehr Sichtweise akzeptiert wird. Und damit ist das für mich ganz glatt erledigt, das Thema, oder seitdem komme ich eben besser dazu leben, wo ich eben aber merke, dass eigentlich klingt das bei vielen, wenn ich sage, Mensch ist verschieden, dicken Alben im Kopf, hat man nie, widerspricht mir eigentlich nie jemand. Ja, weil es so platt ist, oder jedes Kind das versteht, mehr oder minder, aber das ins Gefühl zu kriegen, merke ich immer, dass da bei den meisten Menschen hapert. Dass die das doktrinieren wollen oder eben
vehement vertreten, dass ihre Sichtweise die einzige richtige ist. Und dass es eigentlich immer nur eine geben kann, und das ist meistens die von demjenigen oder derjenigen, die dargestellt hat. Und so habe ich übrigens damals, für mich war es nicht so eine emotionale Sache und Mediationssache, was du erst an den Leuten hast, sondern für mich war es genau dieses nicht philosophische Problem, wo eben der Konflikt hier mit dir und dem Rest der Gruppe war, ob es eben nur eine Wahrheit gibt oder ob es mehrere Wahrheiten gibt. Wo ich damals ja auch gesagt habe, das kann nicht zueinander kommen. Wenn jemand sagt, es gibt nur eine und die anderen sagen, es gibt mehrere, das passt nicht, dann muss man sich trennen. Also ja, und deswegen hat mich ja so gefreut, dass ich das bei der gelesen habe, bei dieser Armente-Kultur eben diese, da hieß es dann mit Stimmen, ja, mit verschiedenen Stimmen, die eigentlich gleichberechtigt nebeneinander stehen sollen. Und deswegen finde ich das gut, dass du dargestellt hast, da gelesen habe und jetzt aufgrund dessen auch wieder hier bist. Freut mich. Und gebe weiter an Walter. Ich sag mal gleich dazwischen wieder, also wir sind in Aufnahme und wir haben das ja letztens auch schon ganz erfolgreich gemacht. Und ich sage nochmal dazu, weil ich war ja der Mediator bei dem Gespräch, was Luki angesprochen hat. Hier in diesen Wandelgesprächen wäre mein Ehrgeiz, dass sogar Leute, die denken, es gibt nur eine Wahrheit, also stellen wir uns vor, es ist ein religiöser Mensch auch hier, ne? Ein Christ zum Beispiel, ne? Es gibt nur die eine göttliche Wahrheit oder sowas. Das kann man ja mehr oder weniger tolerant handhaben. Aus meiner Sicht wäre es sogar auch möglich, dass verschiedene Menschen, die denken, es gibt nur eine Wahrheit, solange sie einfach freundlich und respektvoll miteinander sprechen, auch hier sich drüber austauschen können. Also dass das sogar noch in der Offenheit des Gesprächsrahmens mit möglich sein könnte. Okay, so viel mal als Zwischenbemerkung. Mehr dazu sage ich bei meinem nächsten offiziellen Beitrag, meinen 4 Minuten, und gebe auch weiter. Guten Abend. Ja, ich bin eben nach Hause gekommen, weil ich am Spaziergang teilgenommen habe. Ja, dieses Thema erleben wir dort hautnah, indem ja mehrere Ansichten aufeinander prallen und wir miteinander noch gar nicht so richtig reif genug sind, das im freundschaftlichen, gemeinschaftlichen Gespräch miteinander abzuhandeln, wie unsere Positionen sind und wie wir uns miteinander dabei verhalten. Und problematisch sind natürlich die Kräfte und die Menschen und Individuen, die meinen, also die anderen beugen zu müssen. Also ich zähle mich ja zu den Liberalen, die anderen so sein lassen, wie sie sind. Aber es gibt ja immer Leute, die meinen, die anderen sollen oder müssen sogar so sein wie sie, so handeln wie sie, weil sie meinen, im Besitz der einzigen Wahrheit zu sein. Und da fängt natürlich das gewisse Problem an, was bis in eine Sackgasse oder in eine Unlösbarkeit führen kann, wenn Menschen sich nicht durch Argumente erreichen lassen möchten von anderen, weil sie dermaßen derbe voreingenommen sind, dass Argumente gar nicht zu ihnen durchdringen. So, das ist ein schwieriges Thema heutzutage, und ich denke auch, dass es an sich nur kollektiv gelöst werden kann, kaum individuell. Individuell, ja, tritt es nicht so sehr auf. Da kann man sich noch verständigen oder sich einfach meiden und merkt dann gar nicht, dass man aneinander vorbeigeht und nicht kommuniziert. Aber wenn Gruppen aufeinandertreffen, dann tritt es schon zutage, dass da Meinungsverschiedenheiten sind. Und deswegen plädiere ich halt für das neue Schulsystem, was uns reifer macht, was uns in der Evolution höher führt, hin zu einem reifen Menschentum, ohne natürlich die Energien des Konfliktes abzubauen und zu null werden zu lassen. Also Energie ist ja schon zum Leben nötig und zum Vortrieb, zum Antrieb. Und da suche ich noch die Methoden und Rezepte letztlich, wie wir als Gesellschaft in einen guten Konsens kommen können,
und auch nicht durch Medien in einseitige Meinungen reingesteuert werden können. Ja, das ist noch ein weitreichendes Problem, eine große Fragestellung, die bisher mir etwas ungelöst erscheint. Vielen Dank und damit weiter zu Dylan. Ja. Ja, ich fand das von Lucky sehr schön, diese Sichtweise. Ja, Sichtweise trifft es vielleicht noch besser als die Stimmen, ja. Unterschiedliche Sichtweisen. Und ich stimme auch Öffi zu, der gesagt hat, es ist eigentlich egal, ob der eine glaubt, dass es mehrere Wahrheiten gibt oder der andere glaubt, dass es eine Wahrheit gibt. Das ist nicht so wichtig, sondern wir können als Menschen einfach nicht mehr tun, als dass, wenn fünf verschiedene Menschen im Raum sind, jeder seine Sichtweise, seine Ideen zum Wandel, seine Lösungsideen zum Wandel und die sie begründenden Argumente zu formulieren. Und wir hören einander zu. Und genauso wie ich als Kind bestimmte Argumente überzeugend fand und mich dann dafür entschieden habe, bestimmte Argumente als Wahrheiten in mein Gehirn reinzubauen, kann ja auch jemand etwas sagen, was mich wiederum überzeugt und als Argument überzeugt und dann meine Sichtweise verändern kann, sozusagen. Und wir können nicht mehr erreichen in der freien Argumentekultur, dass wir diese unterschiedlichen Sichtweisen einfach zu Gehör bringen. Und dann gucken, ob irgendjemand sich von irgendeinem Argument, ob es zu einem Gesinnungswandel oder Sichtweisenwandel kommt durch irgendein Argument oder nicht. Und wenn es nicht dazu kommt, ist es die demokratische Situation, dass wir dann halt tatsächlich zu keiner Entscheidung kommen. Ja? Und das müssen wir dann auch akzeptieren. Ja? Und insofern, ja. Und ich will meine restlichen 2 Minuten dafür nutzen, deswegen noch einmal zum Wandel, weil es heißt ja hier Wandelgespräche, zu sagen, was meine Sichtweise ist, wo ich bis jetzt aufgrund der Argumente, die mich überzeugt haben und deswegen meine Sichtweise geformt haben, ja, sagen, an welche zwei Wandelstrategien ich persönlich glaube. Zurzeit, das hat sich auch immer mehr verdichtet. Es war auch so eine tolle Weltsensation gewesen, aber erstmal fange ich an damit, dass ich sage, eigentlich stimme ich dem Öffi an dem Punkt, wenn er setzt eigentlich die überwiegende Kraft seiner Energie auf das Thema Kommune, Gemeinschaft und so weiter, ja? Und da kann ich ihm zustimmen, das halte ich für eine der 2 machbaren Strategien oder denkbaren Strategien, dass Menschen in der Gemeinschaft wieder mehr Sozialkontakte haben, vielleicht nicht mehr so viel konsumieren und damit den Überkonsum der Erde etwas reduzieren, Sozialkontakte statt Konsumsucht sozusagen. Und dass Öff und ich ja uns einig sind, dass eine Gemeinschaft oder Kommune bestehen kann aus monogam lebenden Menschen, monogam heterosexuell, monogam homosexuell, aus Polyamoren, Kleingrüppchen oder polyamor-bisexuellen Grüppchen. Und ich selbst sympathisiere ja mit der Idee einer Gruppenehe. Das halte ich also diese Strategie nach dem Vorbild und dem Muster der Bonobos und wie der Hypothese, dass es möglicherweise einen Homo erectus gab. Aber nachher sage ich was zu meiner 2. Strategie. Also Kommune, ja, das ist ein Wandelhebel aus meiner Sicht. Ich gebe weiter an Öff. Ja, danke schön den Vorrednern. Und ihr habt ein paar spannende Aspekte angesprochen.
Also erstmal Walter, bei mir war es auch so, am Anfang des heutigen Gesprächs war ich noch auf dem Rückweg von der Montagsmahnwache und kann gerne auch ein Spaziergang sein. Also es ist beim Rathausplatz, daneben ist ein Park, da können die Leute spazieren und beim Rathausplatz ist auch so ein Kreis möglich um so eine Skulptur, die in der Mitte ist. Also da könnte man das auch mit Spaziergang kombinieren, wer wollte. Und ja, hauptsächlich war ich da jetzt wieder heute alleine mit meiner Familie, die mich da besucht hat. Und natürlich zwei Ordnungspolizisten und ein Polizeibulli waren auch da, um zu gucken, was ich da so mache und wie sich das entwickelt. Ja, gut, da läuft eh auch noch eine Anzeige und da bin ich eigentlich dankbar für, dass diese Anzeige läuft, weil ich habe ja, seitdem ich da im Herbst 2020 von den Querdenkern die Weiterorganisation ihres Widerstandszeltcamps in Berlin übernommen habe, was dann mit Lügen und Betrug von den Behörden nicht mehr genehmigt wurde, also abgewürgt wurde quasi. Da habe ich ja als großen Strategieanspruch von mir jetzt im Raume stehen, ich werde so lange gewaltfreie Aktionen machen, auch mit Gesetzesübertretungen, bis ich eine Ansprechstelle geboten bekomme, eine Klärungsstelle, um argumentativ das zu klären, ob ein Demokratiedefizit da ist, ob so ein Camp für die Demokratie oder Wiederherstellung der Demokratie, ob das ein Recht ist, ob das abgewürgt werden darf vom Staat oder ob es genehmigt werden müsste. Bis hin dazu, dass ich sage, dass Menschen wie ich, also auch mit diesen Absichten, wie so ein Zeltcamp da zu machen, Demokratiefürsorgecamp nenne ich es ja, die haben absolut überzeugende Argumente, dass der Staat eigentlich gar keine Zwangsmaßnahmen und auf jeden Fall schon keine Impfpflicht ihnen gegenüber auferlegen dürfte. Aus den Gründen, dass wenn ich als Ungeimpfter sage, ich verzichte auf mein Corona-Intensivbett, ich bin bereit, mich natürlich zu infizieren statt Impfung. Und wenn das alles nicht reicht, um mich als ausreichend ansteckungsungefährlich einzustufen, bin ich bereit zu in einvernehmlich geklärten Absonderungsformen. Also wie es eben so ein Reservat oder so ein Camp, wie auch immer, sein könnte. Und spätestens dann ist nicht mehr argumentativ begründbar oder moralisch rechtfertigbar, auch nicht juristisch bilde ich mir ein rechtfertigbar, dass man ohne mit mir darüber zu reden, ohne auf diese Umgänglichkeit oder Bereitschaft von mir einzugehen, mir Zwangsmaßnahmen und Impfpflicht oder so auferlegen will, die massiv meine Grund- und Freiheitsrechte einschränken würden. Also es kommt ja hinzu, dass ich aus dem Staat ausgetreten bin. Und da könnte ich noch sagen, liebe Leute, dieses Recht steht mir auch zu, siehe Menschenrechte Artikel 20, dass die Menschen zwar gerne Organisationen bilden können, aber dass keiner gezwungen werden darf, dazuzugehören. Also eigentlich könnte ich sagen, ihr dürft mit mir ja gar nicht nach euren Spezialgesetzen hier umgehen, sondern müsstet mit mir nach den allgemeinen Menschenrechten umgehen. Aber sogar wenn wir nach euren Gesetzen das anschauen, dann ist spätestens, wenn ich so bereit bin, auf Intensivbett zu verzichten, bereit bin zu Infektion statt Impfung und bereit bin zum Reservat oder so einem Camp, dann habt ihr, denke ich, doch keine Begründung zu sagen, ihr legt mir Zwangsmaßnahmen oder Bestrafung für Übertretung von Zwangsmaßnahmen oder solche Impfpflichten auf. Gut, und da läuft noch ein Verfahren hier in Verbindung jetzt mit meiner Montagsmannwache. Ein Verfahren wegen des Zeltcamps in Berlin und illegalem Zelten, was ich dann gemacht habe. Die wurde einfach fallen gelassen, obwohl ich protestiert habe. Aber da läuft jetzt auch noch was weiter. Hier in Hessen eine Anzeige, ein Verfahren wegen zu geringem Abstand zwischen den Teilnehmern bei meiner Montagsmannwache. Und das werde ich natürlich auch als Teil solcher gewaltfreien Aktionen sehen, die ich weitermache, bis ich, und sei es dadurch, dass man zumindest vor Gericht erstmal angehört wird, erreiche, dass es eine argumentativ-demokratische Klärungsstelle gibt, die für die Klärung solcher Standpunkte geboten werden kann. Ich mache noch Überschriften für das, was ich beim nächsten Mal sagen werde. Und zwar ist das ja einerseits diese Cancel Culture, die wir haben. Also man könnte sagen, es ist ein grundlegender Gegensatz zwischen freier Argumentekultur und Cancel Culture. Und tatsächlich ist das, was auch der Walter angesprochen hat, die Frage, wie können wir auch zwischen unterschiedlichsten Ansichten so miteinander umgehen, dass das respektvoll, friedlich und freundlich ist, also so wie es hier die Wandelgespräche ja zwischen allen möglichen Standpunkten sein wollen. Wie können wir das erreichen? Und da habe ich ja bei der Struktur meines freien Argumentekulturforums einen Vorschlag zu bieten, den ich für bestechend halte, nämlich mit der Formel,
freie Vorhänge für alle Bürger statt Manipulationsvorhänge nur der Herrschenden. Und das erkläre ich dann beim nächsten Mal und reiche jetzt weiter wieder an den Luki. Thema Wandel. Weil Dylan hat eine Sache geführt, das ist die Kommune, das gemeinschaftliche Leben. Bei mir ist das was anderes. Bei mir ist an erster Stelle die Abschaffung des globalen Finanz- und Geldsystems, weil das nach meiner Ansicht nach so ein bisschen Gift ist, was in der Gesellschaft genau dazu führt, dass wenig bis kein soziales Verhalten, soziale Verantwortung zu fühlen und das Kommunenleben also auch schwierig macht, weil wir halt in einer Gesellschaft aufwachsen, wo es darum geht, den anderen als Konkurrenten oder Konkurrentin zu sehen, besser zu sein als der andere, oben zu sein. Und in meinem Buch halt geschrieben, Menschenrechte und so, was da im Grundgesetz bei uns drin steht, da fehlt mal was. Die Menschen würden es abhängig vom Einkommen. So muss das eigentlich drin stehen, das würde viel realer sein. Weil wenn der guckst halt, haben wir eben eine soziale Hierarchie oder gesellschaftliche Hierarchie, die eben aufgebaut ist auf in erster Linie auf Einkommen. Natürlich auch noch was wie Ansehen und sozialen Status, aber das hängt ja zusammen, dass der Doktor sozusagen höheren Status hat, weil eben an seinem Einkommen gekoppelt ist, der verdient dann wirklich 10.000 oder 15.000 und die Krankenschwester halt nur weniger. Und das ist ja eben, wie gesagt, und von daher sind die Möglichkeiten dann auch am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, von den Möglichkeiten, die der Marx wohl sagen, die Entwicklung der Produktivkräfte, die geschaffen hat, dass wir heute einen relativ hohen Lebensstandard haben, also zumindest hier in einigen Ländern, aber unterschiedlich die Leute von profitieren können, wird eigentlich einfach durch dieses Geld- und Finanzsysteme schaffen. Und von daher, wenn wir zu so weit kommen wollen wie Kooperation und solidarisches Handeln und Verantwortungsgefühl und natürlich auch, wenn wir doch oft die Umwelt und den Ressourcen entsprechend verantwortlich umzugehen und uns nicht auf den Konsum Schichte halt lenken zu lassen, dann ist für mich eben die Notwendigkeit, das System so abzuschaffen. Sonst werden wir weiter, unsere Psyche wird weiter dadurch geprägt werden, dass wir in Konkurrenz sind und besser sein wollen als der oder die andere. Nach oben treten, nach unten treten, nach oben buckeln. Und hast du was, bist du was, nach dem Motto, was uns zunehmend kranker macht und vor allen Dingen eben die Umwelt kaputt macht. Und deswegen ist dieser Kommune-Danke, fand ich auch ganz gut, bin ja auch schon ein bisschen älter, 70er, 80er Jahre, Handwerkskollektive, Landkommunen und so weiter. Glaube ich, dass wir nicht mehr die Zeit haben. Diese alte Insel-Theorie, so sage ich zumindest immer, dass durch diese kleinen Grüppchen irgendwann dann die Kipppunkte kommen und das System fallen wird. Da glaube ich nicht mehr dran, weil das war, habe ich schon in 70er, 80er Jahren davon gehört und daran geglaubt, auch damals an diese Theorie, dass es immer mehr so eine kleine Insel lebt und die kommen dann zum Kippen. Und deswegen glaube ich, brauchen wir irgendwie einen globalen Cut, einen direkten Cut, der global auch ist. Das wäre für mich eben die Abschaffung des Welt- und des globalen Geld- und Finanzsystems. So, damit bin ich fertig und verschenke die restliche Zeit an Walter, dass man GP hat. Danke. Ja, ich setze da mehr auf Aufklärung und Bildung und auf die Insellösungen, die innerhalb des gängigen Systems Alternativen aufzeigen. Das heißt, andere Schulsysteme möglich machen, andere Arbeitssysteme, andere Freizeitmöglichkeiten, anderes Sozialwesen, andere Pädagogik. Und zwar orientiert natürlich an den neuesten schönen psychologischen Studien, die ja sagen, der Mensch ist ja oder das Kind ist intrinsisch motiviert und wir dürfen es nur nicht demotivieren, wie wir es ja vielfach in der Gesellschaft tun. Also insofern bin ich ein
Vertreter des Freiheitsprinzips in der Bildung, der natürlich darauf setzen muss, dass alle Menschen zu einem Einsehen kommen. Ich finde, es ist eigentlich sehr leicht einzusehen, dass wir miteinander am besten leben, wenn wir keine Eliten haben, die viel abschöpfen, bis hin zu milliardenfachen Summen der Ärmsten, sondern dass wir eine Homogenität erschaffen, wie zum Beispiel nach einem Schweizer System, was ja immerhin schon ein bisschen vorbildlicher ist, indem man die Differenzen zwischen Geringverdiener und Höchstverdiener auf 20 begrenzt, zum Beispiel innerhalb eines Betriebes. Und ja, wenn das Bildungsniveau so hochgeschraubt werden kann, dass wir alle erkennen, dass Gewaltfreiheit und Gleichheit allen gutes Leben ermöglicht in dieser technologischen Welt, dann sind wir einen Schritt weiter. Dankeschön. Ich gebe auch meine Restzeit weiter an Dylan. Wir haben noch eine neue Mitzuhörerin. Regenbogenfeder. Genau, sie kommt dann nach mir dran und Öffef hat heute 4 Minuten für jeden gegeben und wie gesagt, ich sag jetzt nochmal meine 4 Minuten. Meine 4 Minuten, was ich eben für eine Sichtweise habe zum Wandel. Wenn ich zwischendurch einhaken darf, wir sollten alle Neuen, die kommen, darauf hinweisen, dass wir in der Aufnahme auch sind. Genau, mach du das immer, ne? Du bist ja der Moderator. Okay. Ja, dann mache ich mal meinen Beitrag jetzt. Mein Beitrag lautet also ja, Lucky, ich sehe das auch so, dass wir diese Inseltheorie, dass aus den vielen Inseln dann irgendwann ein Festland wird sozusagen, dass das nicht funktioniert hat bisher. Deswegen glaube ich persönlich ja auch, oder meine Sichtweise der Dinge ist ja, mich haben die Argumente überzeugt, die sagen, es muss eine ganz andere Qualität her. Und Öffer fängt ja schon mal an mit dem, was in meinem Leben natürlich auch bestimmt hat, nämlich, dass ein ethisch-moralisches Überlegen, was das Gute und Sinnvolle für das große Ganze ist, sozusagen, dass das irgendwie auch eine ganz andere Rolle spielen muss, als es in den bisherigen Kommuneprojekten und Gemeinschaftsprojekten so der Fall ist. Und ich würde sogar sagen, also viele Gemeinschaftsprojekte, die so im Moment da existieren, die finde ich eigentlich nur als Varianten der Marktwirtschaft, also eigentlich der gleiche Wein in neuen Schläuchen sozusagen im großen Ganzen. Und ich sag ja deswegen auch, was wir noch nie gemacht hatten in Kommunen, ist eben das, dass wir einfach mal das sozusagen das gemacht haben, was in der Natur einfach schon mal funktioniert hat. Und es gibt eben aus aller naturwissenschaftlichen Sichtweise heraus nur eine Art, wo man das beweisen kann, dass es funktioniert hat, und das sind die Bonobos. Und eine andere Art hat man nicht gefunden bis jetzt, die überhaupt Gemeinschaftsleben friedlich, pazifistisch gegenüber anderen Gruppen. Ich habe gerade ein englisches, chinesisches Video gesehen von einem chinesen Bonobo-Forscher, der also nochmal genau detailliert beschrieben hat, warum, wieso, weshalb, dass die Bonobos schaffen, als einzige Art sozusagen friedlich miteinander umzugehen, wenn sie sich begegnen und so weiter. Und ja, meine Argumente sind eben die, dass ich sage, wenn ich das Bonobo-System nur zu 90% kopiere, dann kann es wegen den fehlenden 10% scheitern.
wenn ich das Bonobo-System zu 100% kopiere und die Natur, in der Naturwissenschaft gibt's halt viele einzelne Hinweise, die ich vielleicht später mal nennen sollte, dafür, dass wir, unsere Urgroßeltern, zu Zeiten des späten Homo erectus vor 400.000 Jahren, identisch gelebt haben wie die Bonobos. Also wir die Genetik, die gleiche Genetik, der große Unterschied war nur, die Bonobos leben im Urwald und wir haben in der Savanne gelebt. Ne? Das ist der große Unterschied, aber ansonsten sind die Hinweise in der Naturwissenschaft dafür, dass wir eigentlich der Savannen-Bonobo sind und der Bonobo ist halt der Urwald-Bonobo. Ne? Und ja, meine Befürchtung ist, dass wenn man die Kommune nicht parallel zu den Bonobos macht und dabei nicht alle Merkmale einhält, sondern nur 50% oder 70% oder 90%, dass es dann wegen der fehlenden 10% scheitert. Und dann gibt es auch keine Fläche, die Chance einer flächendeckenden Lösung. Ja, meine 4 Minuten sind um und ich werde in der nächsten Runde dann, wenn ich wieder dran bin, nochmal vertiefen, warum ich auch zwar nicht das Finanzsystem ändern will, aber das Wirtschaftssystem ändern will. Das ist für mich die zweite mögliche Lösung. Ich gebe weiter. Ja, und ich denke, bevor dann wir, wenn ihr damit einverstanden seid, die neu ankommende mit dazwischen schalten, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, wenn ich noch meinen Beitrag mache und dabei auch darauf hinweise, worüber wir heute sprechen. Und dann kann da der Einstieg umso leichter sein. Okay, ja, also wir begannen damit, wie können wir eben mehr Leute finden? Wir haben ja schon alleine jetzt mit Videos angefangen, um die Masse zu begeistern. Heute sind noch nicht die Millionen gekommen, die kommen dann bestimmt beim nächsten Mal. Und so haben wir angefangen, darüber zu reden. Wie ist das mit der Offenheit? Also wenn wir hier jetzt sagen, wir, also mit den Wandelgesprächen, wir wollen ganz offen sein für alle möglichen Stimmen, ob wissenschaftlich, philosophisch, emotional, intuitiv, Offenbarungsquellen glaubend oder wie ich ja in die Einladung heute reingeschrieben habe. Und wenn es ein Kind ist, was auf die Suche nach dem Sinn seines Lebens oder Lebensorientierung geht und möchte mal freundliche, umgängliche, verständliche Gesprächspartner finden, dass wir das hier sein könnten. Also alle Ebenen quasi zulassen, dass die bei uns mit reinkommen, alle, die freundlich und friedlich und sachlich miteinander sprechen wollen. Und ja, und dann waren wir bei dem Punkt, den wir schon sehr oft hatten. Wie ist das, wenn viele Stimmen oder Sichtweisen da sind? Kann es dann trotzdem auch übereinstimmende Inhalte geben oder sind das alles ganz verschiedene Inhalte? Geht das vielleicht gar nicht anders, als dass dann die große Verschiedenheit da ist? Um dieses Thema kreist es jetzt im Moment und ich greife mal 2 Dinge auf, die dann von anderen angesprochen wurden. Ich sage, mach das in der öffentlichen Art keck und frech, ne, aber so liebevoll, dass ich hoffe, es kommt bei euch gut an. Ihr wisst, mein hoher Anspruch ist, du musst immer die Wahrheit sagen und so, dass es den anderen gefällt. Ne? Also wenn irgendeiner mal das Gefühl hat, es ist nicht angenehm, wie der öfters macht, ne, dann beschwert euch schnell, damit ich wieder auf angenehmer umschalten kann oder mich da noch mehr bemühen kann. Aber ich sag mal ganz keck und frech in Öffi-Art, Luki, was du sagst, ich halte das für eine totale Ausrede, weil natürlich ist es so, dass wir auch die globalen Rahmenumstände verändern sollen. Aber das ist alles kein Entweder-Oder, sondern wir brauchen in unserem persönlichen Leben die andere Lebensweise, wir brauchen andere Gemeinschaftslebensweise und das müssten überschaubare Gemeinschaften werden, weil sonst kriegt man vernünftigen Konsens, also dass sich alle soweit einigen, dass sie zu Konsensentscheidungen fähig werden, nicht in der Weise hin und geschwisterliches Teilen auch nicht. Da reicht es nicht, irgendwie ein abstraktes Profilfoto im Internet anzugucken oder so. Das funktioniert nicht. Das heißt, auch wenn und sogar aus diesen persönlich veränderten Lebensumständen und aus diesen gemeinschaftlichen Lebensumständen, wenn wir uns da weiter dran begeben, so auch die globalen Rahmenumstände zu verändern, dann können wir das am besten, indem wir selbst sozusagen den Boden bei uns bereiten, also Aussaat sind dafür oder Keimlinge sind dafür, auch Gemeinschaftskeimlinge, die von da aus sich für die Veränderung umso stärker einsetzen können, wie auch wenn die Veränderung der Rahmenbedingungen geschehen würde, das dann überhaupt füllen können. Weil das ist nicht mit lauter Individualisten mit Profilbild zu machen, sondern dafür müssen wir mehr an Bereitschaft haben, miteinander diese Basisstrukturen in Basisgruppen zu bilden und von da aus das dann auch überregional wachsen zu lassen.
Denn wenn der Rahmen wegfällt, der jetzt da ist, der muss ja anders gefüllt werden dann. Und nach konsensdemokratischer Auffassung gibt es dann Konsensbasisgruppen, die wählen Sprecher, die dem Konsens ihrer Basisgruppe weiter verpflichtet sind. Und die bilden Sprecherräte für die überregionalen Strukturen. Aber nicht irgendwie abstrakt ohne solche Verwurzelung. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das auf eine fruchtbare Weise funktionieren würde. Also meine Logik ist sowohl als auch statt entweder oder. Und der letzte Gedanke noch. Ich hatte gesagt beim letzten Mal schon, dass die freie Argumentekultur der direkte Gegensatz ist zur Cancel-Kultur. Und die Cancel-Kultur, die sagt ja, oh, es gibt Inhalte, die sind so verkehrt und die sind so belästigend, wenn wir die hören müssen, die wischen wir am besten von der Bildfläche weg. Und da gibt es ein schönes Beispiel für, ne, also für etwas, was doch wirklich so unwahr ist, dass man es nicht mehr beachten muss. Da wird dann oft gesagt, wenn jemand kommt und sagt, ich führe noch zu Ende, eben die Erde ist flach und statt rund. Ne? Also das mit dem Flach, das können wir doch nun wirklich endgültig wegwischen. Wenn auf demselben Gebiet vor ein paar hundert Jahren gesagt wurde, die wissenschaftliche Wahrheit ist das einzig Denkbare, und damals war das nämlich, die Erde ist flach, dann hätte man eben, die Erde ist rund. Hat man ja auch. Man hat ja Leute verbrannt, weil sie den Standpunkt vertreten haben. Das heißt, wir sollten lernen, dass wir alle Standpunkte zulassen können. Und wenn sie falsch sind und ganz eindeutig falsch sind, dann müssen wir doch da keine Angst vor haben. Sondern wir können doch auf die Eindeutigkeit auch vertrauen und uns da Ruhe oder Beruhigung drin finden. Und mein Konzept für die freie Argumentekultur, auch wie ich das im Forum ja vorhabe, sieht ja so aus, dass ich sage, ich schlage freie Vorhänge für jeden statt manipulierenderer, verdeckender Vorhänge der Mächtigen vor. Das heißt, damit nicht jemand belästigt würde durch Inhalte, die er nun für viel zu eindeutig falsch und unwissenschaftlich und widerlegt und so hält, oder für Inhalte, die sind zu sexuell anrüchig oder Inhalte, die sind zu sehr religiöse Gefühle verletzend oder was es alles geben könnte, da richtet man dann halt ein Vorhangsystem ein, dass die Leute sozusagen in einen Bereich, in eine Halle der Meinungsfreiheit eintreten können. Und da sehen sie erstmal nicht alles, auch das, was ihnen vielleicht zu wenig gefällt oder zu sehr missfällt, sondern sie sehen die Vorhänge. Und da gibt es aber auch Vorhänge, wo steht, hier hinter ist, was man für völlig unwissenschaftlich halten könnte, oder hier hinter ist, was man für sexuell belästigend halten könnte, und hier hinter sind die Horrors und die Monsters, und hier hinter ist das, was der Staat zu schlimm finden würde oder was für die religiösen Gefühle zu schlimm finden könnten und so weiter. Keiner sieht es also so, dass er da direkt mit konfrontiert, belästigend konfrontiert ist. Aber jeder hat die Möglichkeit, wenn er sich entscheidet, ich möchte diesen Vorhang wegziehen, dass er alles sehen kann. Und das ist ganz anders dann als Cancel Culture. Das heißt nämlich, man gibt den Menschen Vorfilter oder Etiketten, die sie erklärend mit zu irgendwelchen Inhalten dazustellen können, die die Belästigung unmöglich machen und die Freiheit aber auch für jeden, der will, alles zu sehen, weiter aufrecht erhält. Okay, das als Vorschlag von mir, wie man da so eben ganz offen sein könnte für alle Stimmen, Sichtweisen und was es so alles gibt, auf eine sanfte, nicht belästigende Art. Und damit gebe ich mal weiter an die nette Dazugekommene, die vielleicht was mit beisteuern will. Ja, hinter Regenbogenzeder verbirgt sich die Heidi. Ich wünsche euch erstmal einen schönen Abend. Ja, ich hatte noch zu tun und bin dann später dazugekommen. Ja, jetzt weiß ich schon fast gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Also für mich fängt der Wandel von innen an, da bisher alle Strategien und Konzepte, die von oben irgendwie versucht haben, was zu verändern, gescheitert sind, weil das Volk eben nicht mehr das mitmacht, was von oben bestimmt wird. Das ist ja auch ganz gut so. Also jeder, der für sich selbst individuell entschieden hat, zurück zur Natur, zu den Naturgesetzen zurückzukehren und damit zu dem Göttlichen in sich selbst, die eigene Selbstermächtigung findet im Innersten und zur Selbstliebe und zur Selbstverantwortung zurückkehrt, so wie der Mensch ja auch einmal gewesen ist, der wird von sich aus die Gemeinschaft finden, nicht suchen, sondern finden, die zu ihm passt, und die Menschen finden, die Kreise finden, die zu ihm passen. Und das mit den Vorhängen fand ich sehr gut, super. Ich stelle mir das Ganze irgendwie komischerweise in so einer Kirche vor. Also die Kirchen haben ja auch ausgedient und die könnte man sehr gut nutzen für verschiedene Kreise. Und dann sind da so Vorhänge und dann kann man ja mal einen Vorhang aufmachen
und zuhören, was da so besprochen wird oder gemacht wird oder so. Und ja, so, da gibt es ja genug Nischen in so einer großen Kirche. Und überall sind dann Gesprächskreise oder hier und da wird vielleicht auch was Pragmatisches gemacht oder so. Was wollte ich denn noch eben sagen? Also es die Individualität im Wir. Ich denke mal, das steht jetzt evolutionär kollektiv auch an. Wobei Individualität ja nicht dasselbe ist wie Ego, sondern wirklich herauszufinden, was bin ich für ein Mensch, wer bin ich überhaupt und wo ist meine Aufgabe, wie sieht mein Seelenplan aus für diese Inkarnation und diese ganzen Sachen. Und da kommen wir ja immer mehr in die Klarheit, erstmal innerhalb der Gemeinschaft und wo denn auch, ja, und in Gesprächen überhaupt und im Miteinander tun auch. Und wo dann jeder mit seiner Lebensaufgabe und mit seinen mitgebrachten Fähigkeiten sich einbringen kann. Ja, und so kommen ja auch mehr und mehr Menschen jetzt aus dieser großen Manipulation und Angstmaschinerie heraus. Ja, und dass wir heute noch nicht so die Millionen sind, das war mir klar. Ich persönlich ziehe die Qualität auf der Quantität vor, weil in der Quantität verbirgen sich dann doch ganz viele Menschen noch, die erstens auch wieder abspringen und die zweitens die Inhalte noch gar nicht so für sich verdauen können und dann doch wieder damit alleingelassen werden. Da würde ich dann persönliche Kontakte wieder vorziehen. Ja, um Fragen zu beantworten. Ja, gut, aber erstmal fällt mir jetzt dazu gerade nicht ein. Vielleicht noch die Bonopo-Methode ist natürlich auch nicht schlecht, ja. Und gehört natürlich auch zum natürlichen Menschsein dazu. Und ja, okay. Gut, dann gebe ich mal weiter. Piep, ich weiß nicht. Jetzt ist wieder Lucky dran in der Reihenfolge, gell? Lucky, Walter, Dylan, Öff, Regenbogen, Zeder. Okay, dann an Lucky. Okay, dann mache ich weiter. Ja, natürlich ist, was du angesprochen hast, Öff, ist natürlich wichtig, wenn du jetzt für mich die Zentrale des Kapitalismus ist eben dieses Geld- und Finanzsystem, was als Organisationsprinzip gilt, um die ganze Gesellschaft zu organisieren. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Bildung, auf unser Schulsystem und auf alles. Also wie gesagt, das ist halt Gift, was eben zur Konkurrenz und oben unten und mehr haben wollen als der andere und besser sein fühlt. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, auch wenn jetzt auch Heidi wieder auch diese Gemeinschaft hochgehalten hat und so weiter. Ich meine, ich lebe auch in einer Gemeinschaft und habe eigentlich immer nur in Gemeinschaften gelebt, Hausprojekte und sonst was alles. Aber trotzdem sehe ich das eben so, dass es bei der Zuspitzung, dass es eigentlich zu wenig ist. Und dann natürlich gehört dazu, wenn du das abschaffen willst, das ist eine Kritik auch, die ich an der Linken habe, immer nur gegen, ja, und nicht zu sagen, für was wir eigentlich sind und wie eigentlich eine Gesellschaft aussehen soll, also wie da produziert wird, konsumiert wird, distributiert wird, diese drei Sachen, wenn du das abschaffst, dieses Geld- und Finanzsystem, wie dann eigentlich die Bedürfnisse der Menschen, wie die dann befriedigt werden und vor allem, wie die notwendigen Sachen dafür auch produziert werden, wie das eigentlich sein soll. Und da erlebe ich, dass wir uns da zu wenig Gedanken machen und wenn du sagst, das ist nur eine faule Ausrede, die ich da mache, kann ich umgekehrt auch so sagen, dass es ein Stück weit auch so eine Resignation ist, dass ich sozusagen die Linke, die sich eben diese kleinen Gemeinschaftsprojekten zurückzieht und nicht sagt, wie eigentlich der große Wurf sein soll in Afrika oder in anderen Ländern oder in der gesamten Welt,
sollen die auch alle in die gleichen Gemeinschaften ziehen und ist das hier für Alleinerziehende und Fabrikarbeiter und sonst was alles, ist das für die auch die gleiche Lebensform und Möglichkeit, wie jetzt für dich oder für andere hier aus diesem Kreise sind. Und da, finde ich, machen wir uns zu wenig Gedanken, wie eigentlich der große Wurf eben danach aussehen sollte. Wie ich schon sagte, produzieren, konsumieren, wer macht die Müllabfuhr und sonst was, die Arbeiten, die vielleicht einige Leute nicht machen wollen, machen die an den Computer, in künstliche Intelligenz oder werden nach dem Rotationsprinzip gemacht und so weiter und so fort, dass wir da zu wenig uns engagieren, also auch Hirnschmalz, meine ich jetzt so engagieren eigentlich, wie das eigentlich aussehen soll, weil ich glaube, wir brauchen diesen großen Wurf, wie ich jetzt schon gesagt habe, dass ich also diese Inselsachen denke, auch bei dem zunehmenden, was mit der Klimakatastrophe von zukommt, dass wir nicht mal diese Zeit haben, noch weiter auf diese Sachen zu hoffen, dass aus diesen Inseln, wie Dylan schön gesagt hat, dann irgendwann ein Festland wird, ein großes Festland wird und das dann zum Kippen kommt, das glaube ich nicht. Und deswegen blickt man ein bisschen, erlebe ich das ein Stück weit als Rückzug, wenn wir jetzt mal so offen reden dürfen und Kritik. Wenn du sagst, das ist eine Ausrede, erlebe ich das ein bisschen ein Stück weit einen Rückzug, sich in diesen Bauch oder mein, ich muss bei mir anfangen, ja, weil ich schon 70er, 80er Jahre so mit Therapie machen und zurückziehen und sonst was alles, ja, von Yoga bis Rebirthing und wie was alles da als alt angeboten ist, weil wichtig ist mein innerer Frieden. Ich muss erstmal meinen inneren Frieden finden und dann kann ich mich um die Gemeinschaft kümmern. Ja, das habe ich gesagt damals auch schon gehört. Und so ein bisschen kommt mir der Zeit auch vor, dass ich sozusagen in meine Landkommune oder mein Ding, dass ich da zurückziehe und dann sollen andere auch so machen und dann wird das irgendwann, ist der Kapitalismus dann schon abgeschafft. Und das erlebe ich, wie gesagt, auch so ein bisschen als Rückzug und so eine Art Aufgeben oder den inneren Seelenfrieden finden und dann ist gut. So, ich habe noch ein bisschen Zeit, wa? Da ist nicht mehr. Na gut, dann mach ich Pause und geht weiter. An, wer war nach mir dran? Walter, wa? Genau. Jawohl. Und aus der Einsicht und Erkenntnis, dass so, ja, unsere Redebeiträge ja das Übliche sind, wollte ich gerne mal jetzt eine Minute mit euch lieber so ein geistiges Enzym erzeugen, das geistige Friedensenzym, und bitte euch jeden zu fragen, wenn wir jetzt real in einem Raum säßen, wir fünf Personen, Heidi, Dylan, Lucky, Öffi und Walter, ob wir uns die Hand reichen könnten, wenn wir im Kreis sitzen, ob wir uns alle die Hand reichen. Oder wer da einer beide sagt, nein, euch reiche ich nicht die Hand. Okay, nämlich als schweigendes Einvernehmen. Und deswegen bitte ich euch, die Augen zu schließen, euch in euren inneren Avatar zu begeben. Das heißt, eure Gestalt, die bei euch, bei jedem von uns in unserem Kopf existiert, unser Wesen. Also mein kleiner Walter oben im Kopf. Reicht jetzt Heidi und Lucky die Hand. Beide Daumen sind links. Und wir bilden miteinander ein Fünfeck und schweigen ein paar Minuten, ein paar Sekunden nur. So, unser geistiges Molekül, dieses Friedensmolekül, dieser Energiering aus fünf Avataren steigt nun auf im kosmischen Äther als Endorphin, als Freudebotenstoff und
nach dem Willen der Natur stelle ich es einfach zur Verfügung, um Liebe und Frieden in der Welt zu vermehren. Und unsere Avatare können noch weiterhin die Hände halten, wer will, und wer will, kann auch wieder loslassen. Damit gebe ich dann weiter an Öffi. Oder bin ich? Ich glaube, ich bin zu. Vor, erst Dylan, genau. Erst Dylan, ja, genau. Ja, also, erst einmal, das Wichtigste hatte ich vorhin ganz vergessen, was es bei mir Neues gibt. Ich habe meine Wohnung zum Startpunkt der Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd gemacht. Der Schenker Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd. Es war sogar schon eine Frau eine Woche da, hat mitgelebt und mitgearbeitet, auch bei der Öffentlichkeitsarbeit, weil ich ja jeden Tag draußen Öffentlichkeitsarbeit mache in Verbindung mit meinen Live-Konzerten, ne? Und diese Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd ist so gedacht, ich habe jetzt hier erstmal so vier Schlafplätze geschaffen und kann bis zu 7, 8 Schlafplätzen schaffen und dann können die Leute außenrum Wohnungen anmieten und dann kann man sich vergrößern sozusagen, weil ich ja selbst meine Sichtweise, die naturwissenschaftliche Sichtweise sagt ja, viel wichtiger als Biogemüse anzubauen ist erst einmal, dass Menschen es überhaupt schaffen, liebevoll, entspannt und friedlich überhaupt wieder miteinander umzugehen und zu leben und in der Gemeinschaft sozusagen auch die Konsumsucht zu reduzieren, also Menschen genießen statt Konsumgüter genießen. Ja, das ist so der erste Schritt des Ausstiegs aus dem kapitalistischen System. Auf der anderen Seite stimme ich aber Lucky zu, dass es natürlich das nur eine mögliche Strategie ist. Die andere ist an die wirtschaftliche Systematik ranzugehen. Und da gibt's ja eine Weltsensation in den letzten Zeit, die auch neu ist. Die ist auch wieder was Neues, nämlich dass jetzt in ZDF und Arte sozusagen die ersten zwei Fernsehsendungen waren, die über die ZDF-Sendung hieß, ist der Kapitalismus am Ende? Auf dem Bild steht sogar dann Kapitalismus abschaffen? Fragezeichen. Und 13 Fragen heißt die Sendung. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt hatte damals, aber es gibt jetzt die neue Partei des Gemeinwohls, der ich nicht angehöre, die aber Öffi und ich, wir beide sitzen auch im Aufsichtsrat und beraten diese Partei. Und wir haben da Bundesvorsitzende und einzelne Bundesvorstandsmitglieder, suchen noch nach einem guten Kanzlerkandidaten. Einer war auch schon im Samstag mal da. Und diese Partei des Gemeinwohls versteht sich als die weltweit erste Gemeinwohlwirtschaftspartei. Und es gibt ja vier Ansätze, die wir bis jetzt so als Gemeinwohlwirtschaftsansätze verstehen. Die GWÖ, das ist die berühmteste. ZDF und Arte wurde also über die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber gesprochen. Dann gibt es unsere GWO, das ist die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung der Next Scientists for Future vom Weltrat. Dann gibt es die Gemeinwohllobby, die versuchen, eine gemeinwohlorientierte neues Grundgesetz, neue Verfassung zu schreiben. Und dann gibt's noch die PWÖ, die Postwachstumsökonomie, die in der Diskussion steht. Aber als erste in ZDF und Arte hat es jetzt geschafft, Weltsensation, die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber. Und da ist, Lucky, da ist der Unterschied zu deinem Ansatz, Finanzsystem, dass ich jetzt als Naturwissenschaftler wieder sagen würde, ja, Geldsysteme begannen allmählich in der Evolution aufzutauchen vor 40.000 Jahren, der Tauschhandel aber schon vor 400.000 Jahren, also die Marktwirtschaft an sich so vor 400, 300, 200.000 Jahren. Und der Grundansatz der Gemeinwohlökonomie, das Wirtschaftssystem zu transformieren vor dem Finanzsystem,
Dem kann ich zustimmen. Ich gebe weiter an Öff und mache nachher an diesem Thema weiter. Ja, danke schön den Vorrednern. Der Lucky hat die spannende Dimension angesprochen, dass beides als Ersatzausrede genommen werden kann. Die Flucht ins Innere oder in die kleine Gemeinschaft als Ersatz für den großen Systemwandel oder dieses, wir machen den großen Systemwandel als Ersatz der persönlichen Veränderung und der gemeinschaftlichen Form. Beides ist aus meiner Sicht einseitig, auf einem Auge blind sozusagen. Aber das ist ja überhaupt gar nicht nötig. Also man kann die Verbindung machen. Man kann sagen, wir wollen die Kommune als den Hebel und als die ja schon entstehende lebendige Füllsubstanz für den System Change, den Wandel des Systemrahmens. Und auf der anderen Seite kann man sagen, wir setzen uns für die Veränderung des Systemrahmens ein, damit eben mehr solche lebendigen Zellen oder die Lebensspielräume dieser lebendigen Zellen, dieser Kommunezellen größer wird. Und so kann das voll sich verbinden. Also mir ist auch überhaupt nicht klar, warum nicht jemand eben in Gemeinschaft geht oder wie Dylan. Das kann er ganz klein anfangen, ne? Aber dann sagt man hier, ja, hier kann die Mini-Kommune schon mal starten. Warte mal ganz kurz für Christina. Ja, es wird aufgezeichnet, Christina. Ja, ja. Also für die Mini-Kommune könnte das schon die Form ja annehmen, wie bei Dylan jetzt in Köln, ne? Dass der sagt, meine Bude ist doch groß genug. Ich kann hier, wenn Leute kommen, bevor die auf der Straße stehen oder wissen gar nicht, wo finden wir einen Rahmen, jetzt in Gemeinschaft zu leben, hier in der Ecke liegen die Matratzen oder was weiß ich, hier meine Bude ist Ansatz für eine Konsensgemeinschaft des menschengeschwisterlichen Teilens, eine Schenker-Gemeinwohlkommune und wie man das jetzt auch dann nennen will. Also ich sehe gar nicht, dass das irgendwie im Gegensatz stehen müsste, sondern so selber sich zu verändern und in die Gemeinschaftsform zu gehen, gibt ja auch mehr Ausstrahlung, mehr Kraft, mehr Glaubwürdigkeit auch, wenn man sagt, ich will auch im Großen die Konsensveränderung oder die menschengeschwisterliche Lebensform und sowas. Ich habe erst letztens mit jemandem dann noch diskutiert drüber und habe zwei Beispiele genannt, wo aus meiner Sicht dieser Gedanke, wir fangen jetzt bei uns an und gehen in Gemeinschaft. Nur ganz kurz ein Hinweis an die Christina. Wir können auch bei jedem, der seinen Beitrag nicht aufgezeichnet haben möchte, dann pausieren, die Aufnahme. Genau. So, und ich war noch bei den zwei Gemeinschaften jetzt, also wo es entweder sogar eine Karikatur ist oder ja, aus meiner Sicht nur halb. Also nicht wirklich zu Ende geht oder die Richtung zu Ende zumindest nehmen würde. Und diese beiden Gemeinschaftsversuche, die ich da so kennengelernt habe oder auf die ich mich jetzt beziehe, sind einerseits die integrierte Gemeinde. Das war während meines Theologiestudiums damals. Da haben sich doch glatt ein paar Professoren zusammengetan und haben gesagt, in München machen sie integrierte Gemeinde. Das heißt, sie leben die Urgemeinde, die christliche Urgemeinde mit gemeinsamem Entscheiden und Gütergemeinschaft unter Professoren. Also Akademiker mit super Top-Gehalt schmeißen ihre Top-Gehälter zusammen und siehe da, es klappt. Sie fühlen sich nicht zu arm dabei, oder? Zu sehr voneinander ausgenutzt. Das ist natürlich eher eine Karikaturform. Und natürlich ist das für die ein Gewissensalibi, um ansonsten ihre ganze bürgerliche Form mit Staatszugehörigkeit und Geld und Reichtum beizubehalten. Also sich nicht wirklich auf eine herausfordernde systemische Veränderung einzulassen. Das Zweite ist, und das ist jetzt schon ein Beispiel, was ziemlich weit geht, die anarcho-politische Kommune Niederkaufungen. Also Ausdruck einer tollen politaktivistischen Strategie, dass die nicht nur sagen, wir gehen demonstrieren und beschimpfen den Staat, schmeißen Steine oder machen da den Konzern da das Auto kaputt, sondern wir gehen hier in Gemeinschaft und wir machen auch Konsensentscheidungen und Gütergemeinschaft. Aber wenn das nur weiter, ich sag mal, ein Teilen unter sonst angepassten Bürgern ist, ne, also sie haben alle ihre Staatszugehörigkeit, haben alle ihr Geld im Konto, dann läuft es am Ende auf die Frage hinaus, schaffen wir jetzt hier ausreichend Konsensentscheidungen, um zu entscheiden, ob was weiß ich, der das Geld aus der gemeinsamen Kasse kriegen kann für seinen nächsten Urlaub, den er vorhat, oder hier jemand für eine Fortbildung oder eine Investition. Ist natürlich toll, wenn das überhaupt eine Gruppe schafft, sich zu einigen, ne, dass das klappt. Sie tun es alle in einen Topf und es wird dann gemeinsam bewilligt, wer da was braucht für seinen Urlaub oder seine Fortbildung. Ist besser als nichts.
aber ist natürlich weit entfernt davon, diesen Aspekt des Konsensteilens auszudehnen auf die verhungernden Kinder in der dritten Welt oder die Kinder der Zukunft. Also sozusagen jetzt am Anfang schon bei der Entscheidungsstruktur zu sagen, wenn da ein Wissenschaftler eben ist, der sagt, hier diese Entscheidung, die entspricht den Lebensgrundlagen der Kinder der Zukunft, aber die geht dagegen, dass dessen Stimme viel wichtiger eingeschätzt wird als das, was die Leute in ihrer Gruppe, in ihrer aktuell lebenden Gruppe untereinander so abstimmen würden. Ja, also insofern glaube ich, die Dinge müssen sich verbinden, sowohl als auch statt entweder oder. Und wir müssen aus der Post-Conventional-Level-Reife zur Menschheitskonsensdemokratie als Maßstab kommen. So, das ist die Riesenvision, so, aus der ich da lebe und handle. Okay, ich gebe weiter. Ja, ich wollte dazu also nochmal sagen, also so in meiner Vision sieht das so aus, dass Gemeinschaften eines Tages so gut untereinander vernetzt sind und jede Gemeinschaft hat produziert schwerpunktmäßig irgendetwas und so kann man dann hin und her tauschen. Ich bin mir sicher, dass es funktionieren wird. Und es sollten auch überall Heilhäuser entstehen. Ich glaube, das gibt es auch bereits, um von diesem Wort Krankheit überhaupt wegzukommen. Krankenkasse, Krankenhaus, Krankheitsminister müsste der eigentlich auch heißen. Also auch zum Thema Gesundheit, und das macht ja überhaupt im Kopf auch einiges so, wenn man von Gesundheit spricht und nicht mehr von Krankheiten. Und das würde einen großen Wandel auch unter vielen Menschen herbeiführen, da bin ich mir ganz sicher. Und schwerpunktmäßig Heilung von Traumata, von Ängsten, von Stress. So. Und wenn da immer mehr Menschen hinschauen, egal ob in Gemeinschaften oder nicht, oder ja, wo gerade jemand noch in der Welt steckt, aber das würde ganz viel, oder das wird auch ganz viel bewegen, so, und viele, viele Menschen, immer mehr Menschen zum Umdenken auch bringen. So. Auch von innen, also ich sehe ja den Wandel sowieso von innen nach außen fließen, nicht andersrum. Andersrum kann das gar nicht mehr funktionieren, weil es noch nicht funktioniert hat. Ja, und deshalb, ja, Heilhäuser, Heilbiotope, Gemeinschaften mit schwerpunktmäßig, wo die Heilung schwerpunktmäßig stattfindet, in allen Bereichen. Ja, und dann sind wir neue Menschen mit neuen Ideen und dann kommunizieren wir auch ganz anders über diese neuen Ideen und wir werden Antworten finden in uns selbst. Wir brauchen da keine Gelehrten mehr fragen oder die sich als Gelehrten darstellen oder so. Wir fragen einfach uns selbst und es kommt von innen her die Antwort. Und da sehe ich jetzt hauptsächlich auch den großen Wandel. Also es wird sich alles komplett verändern. Ja. Man muss es nur trauen. Und dann haben wir irgendwann die kritische Masse erreicht, vielleicht in diesem Jahr noch. Und dann sieht das sowieso alles ganz anders aus. Und ich bin der Meinung, wenn wir alles das, was jetzt Geld kostet, einfach ohne Geld tun würden, dann wird sich auch nicht viel verändern. So. Aber auch das muss von innen kommen und nicht von oben oder außen. Oder so. Oh, ich gebe weiter an Christina, genau. Mhm. Christina, wenn du reden willst, Dylan macht dann das Mikro aus, das ist kein Problem. Also die Aufzeichnung macht dann aus. Genau, ich kann jederzeit die Aufnahme stoppen. Immer vorab nur sagen, bitte Aufnahme stoppen und dann... Ich habe gerade gesehen, dass wahrscheinlich im Chat stand, dass sie nichts sagen möchte im Moment. Dann können wir ja weitermachen. Also gut zu wissen für alle, ne? Also man kann da immer sagen, will man mit oder ohne Aufnahme und man kann sich einfach einklinken an einer Stelle, wo man möchte. Also wir lassen immer Atempause quasi, wenn jetzt einer fertig geworden ist, ne, dann sagen wir, wer als nächster kommen würde, aber da ist dann so viel Luft, dass wenn neu dazugekommene da sind, dass sie sich dazwischen schalten können. Ne? Und dann hat man normalerweise so 4 Minuten Zeit, kann weniger reden, kann auch eine Minute länger machen, wenn man gerade im Fluss ist, so, ja, wie man möchte. Okay, dann wäre nach der üblichen Reihenfolge oder bisher entstandenen Reihenfolge wäre dann jetzt, glaube ich, der Walter dran, kann das sein? Der Lucky. Der Lucky, okay.
Gut, ja, ich stimme mir ein, überein, wir müssen es nicht gegeneinander stellen. Also nur von das Globale ändern, muss nicht dagegen stehen, nur von innen heraus oder das Einzelne ändern, sondern kann nebeneinander stehen. Ich würde halt nur widersprechen, was Heidi gesagt hat, dass eine Änderung nur von innen heraus kommen kann. Das sehe ich insofern anders, weil ich ja mal ein bisschen Marx gewesen habe. Ich kenne mich ja nicht so aus, aber ich immer wieder sehe, was auch ein bisschen der Hintergrund ist ja von meiner Theorie, das Sein bestimmt das Bewusstsein. Und solange wir ein Geld- und Finanzsystem hat, was eben diese Hierarchie und der Mensch ist des Menschen Wolfs, diese Ideologie macht, ausmacht, durch alle Strukturen geht, von Erziehung, Kindergarten, Schule, Universität, Arbeitsplatz und so weiter, das macht natürlich mit unserer Psyche was. Das macht mit unserer Psyche was. Und da können wir nur bedingt durch Therapie und die eine oder andere Methode das ändern, aber grundsätzlich bleibt es drin in uns, solange wir nicht eben die äußeren Strukturen ändern und wahrscheinlich erst in der nächsten Generation, wenn wir eben so eine Struktur ändern würden, dann würde sich ja auch das Bildungssystem, Kindergarten, Erziehung und so weiter ändert sich ja dann auch und dann würde vielleicht eine Generation von ja, Kindern oder von neuen anderen Menschen nachwachsen, die eben diese kapitalistischen Schäden, sag ich das mal, die wir alle haben, durch dieses System, die sie dann nicht mehr haben. Und deswegen würde ich dem widersprechen, dass eine Änderung nur von innen nach außen geht, sondern das würde mich darauf einlassen, dass beide ineinander fließen muss und beide zusammenhängt oder das eine mit dem anderen sich ein bisschen bedingt. Natürlich, dass dann mehr Leute auch mit, gewinnen kannst, wenn du im Kleinen vielleicht schon mal vorgelebt hast oder dich über anderen Leuten mal solidarisch gezeigt hast, dass du irgendwas merken, oh, so was geht's auch. Und dadurch dann vielleicht auch Leute erreichen kannst, die so mit einem Buch, was wir schreiben, oder mit Vorträgen oder mit Konferenzen, die du nicht erreichst, sondern dass sie die im persönlichen Erleben, wenn die mal in so einer Kommune gewesen sind oder miterlebt haben oder solidarische Tanne in der Nachbarschaft waren oder jetzt meinetwegen weiter in Arnstadt oder wo da im Ahrntal, wo diese Überschwemmungen waren, wo die ja merken, da kommen 1000 Leute pro Tag, halt gerade gehört, da kommen 1000 Leute pro Tag hin, die organisieren, schon vorher sagen, was sie mitbringen können an Unterstützung und wenn es digital eben da organisiert wird, wer wo was macht, dass dann also auch soweit schon eine solidarische, ohne Geld und ohne Profitstreben, was möglich ist, dass da so eine Gemeinschaft unterstützt wird und da wieder aus dem Schlamm im übertragenen Sinne auch wieder rauskommt. Ja, die restliche Zeit verschenke ich wieder und gebe weiter an Dylan. Nee, oder Walter, wer ist denn jetzt nach mir dran? Ich blicke jetzt nicht mehr durch. Ja, ich wieder, ne? Du wieder, ja, okay. Ja, ich denke ja, dass wir durch Gespräche, so allgemeine Gespräche, allgemeine Gruppengespräche, nicht so ganz viel erreichen, sondern durch unser Sein im Alltag, durch unser dauerhaftes Sein, so wie wir immer sind, dadurch zeigen wir halt unseren Mitmenschen etwas. Naja, ich bin Esperanto-Sprecher geworden, weil ich mir von der Esperanto-Bewegung etwas Frieden und Verständigung erhoffe. Der Dr. Samenhoff hat ja diese einfachste Sprache der Welt vor 125 Jahren geschaffen, um das babylonische Sprachgewirr zu beenden. Den Gedanken finde ich ganz nett. Das Englische leistet es ja heutzutage nicht so gut, weil das Englische so sehr mit dem amerikanischen Wirtschaftssystem, mit dem Leistung und Erfolg so sehr verknüpft ist, wobei dann leider die Penner, die Arbeitslosen, die Kranken und so weiter etwas doll auf der Strecke bleiben, was meiner Ansicht nach überhaupt nicht nötig wäre bei so einem reichen System und mit so viel superreichen Individuen bräuchte sich die Gesellschaft das nicht leisten.
Aber im Englischen wird es halt momentan nicht besser kommuniziert, als so, wie es eben in der anglikanischen Welt praktiziert wird. Deswegen setze ich da ein bisschen auf das Esperanto. Ja, und auf unsere Ökodorf-Inseln, wo wir im Modellcharakter miteinander im kleinen Maßstabe das neue System der Liebe, der Offenheit, der Freiheit, der Integration miteinander leben. Und ich bin der guten Hoffnung, dass diese Ökodorf-Bewegungen noch viel Zulauf finden, weil sie attraktiv und schön und liebevoll sind und einen guten Lebensstil zeigen. Und wir als Ökodorf-Bewegung sollen es nur noch schaffen, uns noch mehr und noch weiter zu öffnen und unsere Räume zu vergrößern, dass wir auch mehr Publikum und Besuch halten können. Danke. Ich gebe weiter. Ja, also, ja, ich hatte vorhin noch was vergessen. Ich hatte ja kurz erwähnt, dass ich ja meine Wohnung umdefiniert habe, also in die Gemeinwohlgemeinschaft Köln-Süd, der Startpunkt sozusagen. Und dass auch schon eine Frau für eine Woche da war und mitgelebt und mitgearbeitet hat. Und ich lade natürlich auch dazu ein, da macht man dann halt entsprechend ausführliche telefonische Vorgespräche und so weiter, denn das ist natürlich schon immer eine heikle Sache, jemanden in seine eigene Wohnung reinzulassen, aber ja, das hat gut geklappt mit dieser einen Woche, mit dieser einen Frau, das hat dann sehr gut geklappt, mit minimalen Anpassungsschwierigkeiten am Anfang und hat dann sehr gut geklappt, also ich lade dazu ja ein, grundsätzlich. Und dann wollte ich sagen, so eben auch zum Thema, ich sage ja, wenn in Gemeinschaften Tausch beginnt, dann ist damit das Kernelement der Marktwirtschaft betreten. Und ab dem Moment ist ja meine Sichtweise, die naturwissenschaftliche Sichtweise, ja neigt ja dann dazu zu sagen, ab der Erfindung der Marktwirtschaft beziehungsweise des Tauschhandels beginnt das Problem der Menschheit, nämlich dass dann das Interesse des Ferntauschhändlers besonders am möglichst viel verkaufen, egal was aus den Kunden wird, dass diese Tendenz dann überhand nimmt sozusagen in der Marktwirtschaft. Weswegen ja auch, ich habe ja vorhin erzählt, dass im Fernsehen in ZDF und Arte, also die ersten, die es geschafft haben, in die öffentliche Großmediendiskussion zu kommen, ist nun mal die Gemeinwohlökonomie als eine von vier Gemeinwohlwirtschaftskonzeptionen. Die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber hat es als erste geschafft, trotz ihrer aus meiner Sicht durchaus diskutierbaren Mängel. Aber ich sage mal, das Grundprinzip der Gemeinwohlwirtschaft, das ja auch dann in der Partei des Gemeinwohls, PDG, diskutiert wird, ja, die jetzt ja existiert, unabhängig von uns, die wir aber Öffi und ich auch beraten als Partei, das ist, dass eben der Marktleiter, das ist jetzt also die Grundformel, mit der ich den Leuten auf der Straße, wenn ich sie auf die ZDF-Weltsensation anspreche, dann sind die Leute meistens sehr neugierig. Die ZDF-Sendung kann man jetzt ja auch anklicken, alles direkt auf der Parteiseite der Partei des Gemeinwohls PDG und der weltweit ersten Gemeinwohlwirtschaftspartei der Erde. Und ich fasse immer den Leuten, erkläre ich mit einem Satz, was Gemeinwohlwirtschaft ist. Das ist, dass der Marktleiter, der Restaurantleiter und der Praxisleiter nur dann noch gutes Geld bekommen, wenn bewiesenermaßen die Gesundheit, die Langlebigkeit und das Wohlfühlen der Kunden, Mitarbeiter und Anwohner verbessert wurde. Dann gibt's dafür Geld.
wenn den Leuten Zuckerkram verkauft wurde, Pestizidkram, Konservierungsstoff, Aromastoff, Chemikalienkram und die Leute dadurch kränker werden, dann gibt's kein Geld. Dann gehen sie pleite. Ne? Und das ist das, die Gemeinwohlwirtschaft zwingt also, aus dem Krankenhaus ein Gesundheitshaus zu machen. Aus dem, ja, aus der krankmachenden Ernährung eine Gesundheitsernährung zu machen. Und Öff-Öff ist ja, sieht das ja auch, dass man mit der Wohlfühlstimme eigentlich sowohl Wohlfühlen, Gesundheit und Langlebigkeit auf einmal messen könnte. Also die Wohlfühlstimme als ein Schlüssel für alles. Ich gebe weiter an, ich glaube, nach mir ist der Öffi dran, dann die Regenbogen-Zeder, Christina und dann wieder Lucky, ne? Ja, jeder von denen, die will. Also herzlichen Dank und ich greife denkt mal. Denkt ihr auch an das Abschließen, an die Abschlussrunde? Denkt ihr auch daran, ja? Ja, da wollte ich gerade drauf hinaus, Lucky. Nämlich, dass wir jetzt auch nicht mal mehr jeder 4 Minuten, also wenn wir so anpeilen, 21 Uhr ist Schluss, ne? Aber man muss ja auch vielleicht jetzt gar nicht mehr so viel sagen. Also wir machen die Check-out-Runde, schlage ich vor. Und jeder sagt, wie es ihm jetzt geht, auch mit dem heutigen Abend. Und man kann ja vielleicht noch auch Überschriften formulieren für die nächsten Male, worüber wir weiter reden können. Also ich finde super, was wir heute so gemeinsam besprochen haben. Also bei vielen Stimmen gibt es da auch eine Wahrheit oder sind das alles verschiedene Wahrheiten? Und was sind so Schlüsselansätze für die Wandlung der Welt? Sollte man bei sich anfangen? Gemeinschaftsbildung? Besteht die Gefahr, dass das dann zum Ersatz wird? Für die Änderung des großen Systemrahmens? Kann man das verbinden? Wo ich schön finde, dass wir da eigentlich ziemlich zu einem einer Übereinstimmung gekommen sind, nämlich dass man das alles sowohl als auch betrachten kann, statt entweder oder. Das heißt, wir ändern unser persönliches Leben, unsere Verantwortungsreife, wo ich ja so begeistert bin von dem wissenschaftlichen Konzept des Post-Conventional Levels. Also keiner rennt mehr blind irgendwo hinterher, hinter Autoritäten und Gesetzen, sondern denkt selbstkritisch an das, was fürs Ganze, für die Folgen im Ganzen gut ist und gibt sein Steuerruder auch nicht mehr ab an unverantwortliche Leute und all das. Also man fängt bei sich an mit dieser Verantwortungsreife, geht dann weiter auch zu Gemeinschaftsbildungen, um zu sowas wie freie Argumentekultur und Menschengeschwisterlichkeit und globaler Konsensdemokratie fähig zu werden, um da auch so kleine Keimlinge für entstehen zu lassen. Und macht es aber nicht als Ersatz, sondern als Hebel, als Speerspitze, gewaltfreie natürlich, in Richtung großem Systemwandel, dass sich das also bestens miteinander harmonisieren kann. Ich gebe Luki jetzt noch an der Stelle recht, wo er darauf hingewiesen hat, aber ich glaube, das war auch für Regenbogenzeder kein Gegensatz. Natürlich, manchmal kann es richtig zynisch sein, wenn man sagt, ja, du hast es doch in der Hand, änder doch dein Leben von innen her. Also spätestens bei den verhungernden Kindern in der dritten Welt oder in den armen Ländern, sagen wir besser, die kommen natürlich nicht dazu, sich hinzusetzen und sich zu besinnen oder Meditation zu machen oder aufgeklärtes Denken sich zuzulegen, wenn die vielleicht in einem Alter, wo sie noch nicht mal sprechen können, schon verhungern. Das heißt, natürlich gibt es diese Situation oder diese Dimension auch in unserer Welt, wo das Sein das Bewusstsein bestimmt oder wo die äußeren, ja, überhaupt Versorgungsgrundlagen bestimmen, ob wir uns auch erlauben können, in uns zu gehen, nachzudenken und was weiß ich. Ja, also es muss auch da die Verbindung, dass sowohl als auch gesehen werden, um unsere Welt in wirklich ganzheitlicher und verantwortlicher Weise umzugestalten. Also lauter tolle Sachen, über die wir jetzt heute wieder nachgedacht haben. Und ja, freue mich, ne? Möge das vielleicht auch jetzt weiter, auch wenn die Leute unser Video anschauen, Motivation sein, mit uns zu denken, wie das immer flüssiger und bunter und fruchtbarer werden kann mit dem Bemühen um den großen Wandel. Ich danke euch, wünsche euch noch einen wunderschönen weiteren Abend. Fühlt euch alle umarmt durchs Internet. Ne? Bis zum nächsten Mal. Und gebe weiter. Ja, dann bin ich wohl wieder dran. Ja, das hast du schon sehr schön gesagt. Dem stimme ich auch zu. Ja, dieses von innen nach außen, damit meinte ich jetzt nicht, was viele Menschen sagen, ja, ich versuche erstmal in mir selber aufzuräumen und dann kann ich mich vielleicht irgendwann mal anderen Menschen zuwenden.
Das geht natürlich nicht. Das geht ja nur gemeinschaftlich. Über Gespräche, über Berührung, über gemeinsames Tun und so. Da entwickelt sich das ja alles so, dass der Einzelne sich bewusster wird. Will ich das jetzt überhaupt? Habe ich vielleicht eigene Ideen? Oder kriege ich eine Idee von, was die anderen machen? Oh ja, die machen das, dann mache ich das jetzt auch mal oder so. Das ist ja auch schon immer so das normale Menschsein gewesen, dass man sich irgendwie trifft und Ideen austauscht. Und so wie ich das sehe, gehen in letzter Zeit wirklich viele Gespräche, egal welchen Bildungsstatus ein Mensch hat oder wie fest er noch im Hamsterrad läuft oder auch so nicht. Oder so. Die Gespräche gehen immer weiter in Richtung Bewusstsein und Ängste. Und das System, trägt uns das überhaupt noch? Können wir den Politikern vertrauen? Und sowas alles. Also das erlebe ich immer häufiger. Und das ist ja schon der Wandel im Inneren, der da gerade geschieht. Und dann fällt mir auf, dass in vielen, vielen Berufen und Bereichen des jetzigen Systems auch schon viel Wandel geschieht. Ob das jetzt der soziale Bereich ist oder auch der Gesundheitssektor oder viele Firmen, wo der einzelne Mensch schon etwas wichtiger geworden ist. Also, das Wohlgefühl der Angestellten wichtiger wird als jetzt der Profit oder so. Ja, also es entwickelt sich ja überall was. Und das können wir ja auch schon positiv sehen. Ja, und ich vertraue einfach mal darauf, dass jetzt auch zu den Wandelgesprächen die richtigen Menschen noch dazukommen werden, sodass das Gesamtbild immer bunter wird. Ja, dann verabschiede ich mich auch für heute. Es war ganz schön. Und ich bedanke mich bei euch, die dabei waren und die zugehört haben oder noch zuhören werden. Und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend noch. Tschüss. Walter oder ich? Luki zuerst, Luki, Walter, Dylan. Okay, dann mache ich weiter. Ja, mir hat es insofern auch gefallen, weil ich das schon ganz gut fand. Also erstmal mit diesen verschiedenen Sichtweisen, also intellektuell, rational, emotional und esoterisch. Das fand ich sehr gut und ein Stück weit sind wir ja darauf auch dann eingegangen, wie Wandel aus welcher Sichtweise heraus das ist. Also ob das mehr so dieses intellektuell ist oder von oben herab runter guckend und das große Ganze verändern oder von den Gefühlen ausgehen, Gemeinschaft suchen von innen und dass es da nicht unbedingt im Gegensatz ist oder entweder oder, sondern sowohl als auch geben kann. Das war für mich schon ein bisschen erfreulich oder auch so ein kleines Aha-Erlebnis und fand auch so die Diskussionskultur heute sehr schön mit dem Festlegen der Zeit und in Runde, dass du weißt, in Ruhe, kommst irgendwann in Ruhe ran und kannst dann also auch ohne Zeitstress das zu Ende zu erzählen. Ja, das fand ich ganz gut und von daher gehe ich mit einem guten Gefühl raus und wünsche euch natürlich, schließe mich meinen Vorrednern an, mit dem Vorrednerin auch einen schönen Abend noch wünschen und sich verabschieden hier mit Tschüss, Tschüss und danke und gebe weiter an Walter dann, wa? Walter Dillen und dann ist Schluss. Ja, sage nur noch für heute gute Nacht und bis zum nächsten Mal. Ja, möge die Liebe des Kosmos mit uns allen sein und uns heilen von einseitigen Nachrichten. Bis dann. Ja, dann mache ich jetzt noch so, bevor ich mich dann verabschiede, noch so ein paar Überschriften, die ich mir geistig fürs nächste Mal aufheben würde, eben zum Öffi-Thema an die ganze Welt denken und die Kinder aus aller Welt und auch die zukünftigen Kinder denken. Da sehe ich es eben so, dass die Next Scientists for Future in jedem Land der Erde die Gemeinwohlwirtschaft unterrichten sollten und dann ist für alles gesorgt, weil dann jedes Land ideal sorgt auch für die zukünftigen Kinder und für alle dann ideal gesorgt ist, wenn alle Staaten auf der Erde die Gemeinwohlwirtschaft haben.
Und dann eben, ja, deswegen meine Devise ist, die Struktur des Wirtschaftssystems zuerst zu wandeln und danach dann die Struktur des Finanzsystems, weil einfach historisch das Wirtschaftssystem erfunden wurde vor dem Finanzsystem. Und genauso würde ich das in der Reihenfolge abarbeiten. Das wäre so eine Überschrift fürs nächste Mal für mich. Ja, das war... Und dann Post-Conventional Level, da sehe ich eben, dass der Öffi mit seinem Ausstieg dieses post-conventionelle Level des moralischen Bewusstseins für das große Ganze geschafft hat und ich damals ja auch meine Praxis aus diesen moralisch-ethischen Gründen geschlossen habe im Gesundheitswesen, weil ich gesehen habe, wenn ich wirtschaftlich überleben will, dann muss ich zu viel Dauerpatienten erzeugen und da ich das nicht verantworten kann, musste ich meine Praxis schließen. Und ja, das waren so meine Überschriften fürs nächste Mal und ich fand das auch sehr schön, dass das so, dass heute dieses Sichtweise, wir haben einfach unterschiedliche Sichtweisen und jeder stellt halt seine Sichtweise dar und vielleicht inspiriert es den einen oder anderen, dass er sich da vielleicht das eine oder andere Argument oder Sichtweise-Stückchen abschaut oder auch nicht. Ne? Und ja, ich fand's gut und ich gebe für den Öffi zum absoluten Verabschiedungsschlusswort und sage Tschüss, denn wir sind eigentlich sehr gut in der Zeit jetzt. Da kann der Öffi nochmal Tschüss sagen. Moment, ich wollte dir noch eben sagen, Dylan, dass ich den Guido aus Köln auf deine Scientists for Future Seite hingewiesen habe und dass er versuchen wird, Kontakt aufzunehmen. Ja, super. Jederzeit einfach am besten anrufen. Morgens um 10, abends um 20 Uhr bin ich meistens direkt am Apparat. Okay, alles Gute, danke. Ja, Öffi, noch ein Schlusswort? Ja, gerne. Also hört sich schön an, ne? Also ich hatte ja gesagt, bei mir war auch jemand aus Hamburg vor ein paar Tagen. Wir müssen damit rechnen, dass wir erstmal versuchen, Perlen im Heuhaufen zu finden, ne? Also liebe Masse, liebe Millionen, die ihr jetzt natürlich unser Video schaut, lasst euch dadurch nicht abhalten. Also wir sind jetzt nicht drauf fixiert, nur die Perlen im Heuhaufen zu suchen. Wir würden uns ja gar nicht zu sehr sträuben mit Händen und Füßen, wenn ihr jetzt gleich auch als Millionen Völkerwanderung zu uns stoßen wollt. Also lasst euch nicht aufhalten, gebt eurem inneren Schwunge vollen Platz, ne? Und ja, also wir versuchen ja Pioniere zu sein, die den Weg für einen leichten Übergang für alle damit auch schaffen wollen. Ne? Auch sagt es euren Kindern weiter, ne? Wenn die mal irgendwo sonst sich scheuen, in die Diskussion einzusteigen, aber wollen auch eine andere Welt, ne? Schickt sie alle hier in unsere Wandelgespräche, dann können wir üben, dass wir nicht zu kompliziert und zu abgehoben und zu dogmatisch und wie auch immer reden, sondern dass uns auch die Kinder verstehen können. Das ist immer eine gute Bewährungsprobe für unsere Kommunikationsfähigkeit. Okay. Alles klar. Kurz Kommunikation, ja. Kann mal jemand sagen, was NOP heißt? Hat Christina geschrieben, NOP, was heißt denn das? Ich kenne das als eine Form von Nein so auch, oder ja, nicht im Moment so, oder? Bestimmt was Englisches, oder? Weiß ich nicht, aber google mal, das wäre okay. Spannend, ne? Können wir beim nächsten Mal noch mal. Gut, dann hätte sein können, dass das jemand von euch weiß, dass es das so ähnlich ist wie... Wahrscheinlich wie Nein, ne? Wahrscheinlich ja, so ja. Ähnlich. Ja, okay. Aber es ist eine Vermutung. Alles klar. Gut, alles okay. Klar. Winke, winke. Tommy, macht's gut. Gut, tschüss.